Tja, also eins muss man mal sagen, ja. Das ist wieder so ein Spiel, das. Also Daddy Lick geht ja in viele Genren und Genres. Aber jedes Spiel hat so seinen eigenen Charme, ja. So ein Daddy Lick Charme, finde ich. Und boah, Alter, ne? Das ist einfach. Also für einige ist das Spiel vielleicht langweilig, aber ich kann es nur einfach nochmal sagen. Ich finde es so mega geil gemacht. Ich finde das Spiel so geil. Und ich habe am Anfang erst gedacht, so, ja, das Spiel, das wird bestimmt nicht mal sonst machen als sein erstes Let's Play mal so versuchen. Aber ich muss echt sagen, boah, geil. Hätte ich echt nicht erwartet. Tut mir leid. Also wirklich nicht. Das ist, ja. Hammer. Ja, jetzt sind wir schon wieder in der neuen Karte. Das ist echt. Die Intrigen wachsen weiter. Das Spiel wird immer komplizierter, beziehungsweise es wird immer. Ja, wie soll man das sagen? Nicht verwirrend, aber verworrener. Ja, und es ist einfach. Also, puh. Also, puh. Puh, puh. Und damit meine ich nicht puh im Sinne von, ne, du weißt schon. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht. Müssen wir mal durchs Burgtor. Da waren wir jetzt gerade. Da kommen wir erstmal noch nicht hoch. Okay. Sprich mit den Bischöfen. Da oben steht auch dieser Hinweis. Hätte ich auch mal lesen können. Ich habe ja schon gesagt, ich vergesse das immer, das zu lesen. Regan Hamley, Hamlet recht. Reagan, Ronald Reagan, Hamlet. Wurde Warren nicht betrügen, wenn ich nur eine Figur in seinem Spiel. Hat Reagan, Hamlet recht. Dann gehen wir mal und reden mal mit denen. Ich soll das ja so sagen, ne? Ja, komm, wir sagen, was er wollte. Das bringt ja nichts. Bartholomäus hat alles gestanden, aber er bittet um Gnade für seine Kinder. Wunderbar. Ich werde meinem Bruder sagen, was wir heute erreicht haben, wenn er von der Jagd zurückkehrt. Schön, Philipp. Gut gemacht. Ich frage mich immer, ob hier, dass das wirklich der Bruder, Herr Bruder, ist oder ob der einfach so ein christlicher oder geistlicher mal war, jetzt König ist und ob der deswegen sagt Bruder. Man sagt ja auch meine Brüder und Schwestern. Ich weiß, es ist, oder ist es wirklich der leibliche Bruder? Ja, das müssen wir noch erwähnen. Hey. Was Bartholomäus Kinder betrifft. Mein Bruder pflegt andere nicht nach den Taten ihrer Väter zu beurteilen. Doch ich werde ihm Bartholomäus Bitte vortragen. Okay, es ist ja sogar so. Provozieren? Nein. Lieber so. Vielleicht sollte ich morgen wiederkommen. Ja, ein Mönch kann hier nicht viel ausrichten. Euer Bischof und ich werden tun, was wir können, um eurer Priorei zu helfen. Priori. Oh, ein Mönch kann nicht viel ausrichten. Mein treuer Untertan Percy Hamley wird mit dem heutigen Tag Graf von Shiring. Aus dem Besitz seines Vorgängers erhält Graf Percy die Burg. Sowie alles urbare Land, einschließlich der Güter, die an Ritter verpachtet sind, und die Viehweiden in der Ebene. Ich schwöre bei allem, was heilig ist, euer getreuer Lehensmann zu sein und euch gegen jedermann zu verteidigen. Mein Herr. Ah, natürlich. Natürlich habe ich die Sorgen meiner Bischöfe nicht vergessen. Der Graf von Shiring selbst, Percy hier, hat dieses Problem für mich gelöst. So kann ich das Versprechen einlösen, das ich ihm gegeben hatte. Noch ein Hund. Und doch, Bischof Walloran, soll Kingsbridge wieder aufgebaut werden. Percy berichtete mir von einem Mann, den mein Bruder mir noch nicht vorgestellt hat. Tretet vor, Vater Prior. Der Bischof da nichts erreichen kann. Philipp von Gwynedd, mein Bruder. Herr,
Ihr scheint euch zu fürchten. Was bedrückt euch so? Ich weiß nicht. Ich bin bedrückt wegen meiner Priorei und der Kathedrale. Ich hörte von dem Brand. Wie ergeht es eurer Priorei? Am Vorabend des Brandes sandte Gott uns einen Baumeister, aber wir können ihn nicht bezahlen. Sorgt euch nicht, das könnt ihr nun. Nun zu der Absprache zwischen euch, Prior Philipp und Percy Hamley. Er will, dass ich die Schafweiden des früheren Grafen der Priorei von Kingsbridge gebe. Die Priorei erhält darüber hinaus das Recht, im gräflichen Steinbruch Steine zu fördern und Holz in den Wäldern zu schlagen. Dem Plan, den ihr beide geschmiedet habt, stimme ich gerne zu. So soll es geschehen. Danke. Ich danke euch, Herr. Es erschien mir unnötig kompliziert, das Land dem Bischof zu geben. Percy sagte mir, dass ihr, Vater Philipp, diese Meinung teilt. Er sagte mir, es sei eure Idee, die Last des Neubaus eurer Kathedrale auf eure eigenen Schultern zu nehmen. Wunderbar. Ich bin froh, dass wir alle euch, Bischof Wolleran, in dieser Sache helfen konnten. Nach allem, was ihr für mich getan habt. Ich danke euch, Herr. Bartholomäus hat bei seinem Aufstand gegen die Krone alles verloren. Heute Morgen fand man ihn tot in seiner Zelle. Nee. Ich hörte, dass ihr, Vater Philipp, euch um seine Kinder sorgt. Oh wei. Sie werden ihr Land und ihren Titel verlieren. Doch ich spreche sie hiermit von jeder Schuld frei. Wo auch immer sie sein mögen. Oh wei, oh wei, oh wei. Ihr müsst sehr stolz sein, Lady Hamley. Natürlich. Vater Philipp war in allen Fragen sehr verständnisvoll. Lady Leberfleck. Bemerkenswert. Sehr bemerkenswert. Mein Mann und ich waren entsetzt, als wir von dem Feuer in Kingsbridge hörten. Es ist ein Segen, dass wir ihm und seiner Priorei jetzt helfen können. Ihr habt den Wind gesät, Philipp. Und würden Sturm ernten. Was für ein Pisser. Entschuldigung, aber... Und wieder ein Kapitel geschafft. Ich weiß auch nicht. Am liebsten hätte ich ja gewählt. Ach, ich bin besorgt wegen meiner schmutzigen Kutte. Aber ja, das wäre natürlich für die Story nicht so gut gewesen. Aber ja, da hat man den Toten der Zelle gefunden. Es ist alles. Oh, was für eine Geschichte, was für eine Story, ey. Da ist viel Erzählung drin und man entscheidet viel und man tut auch viel, aber es ist das meiste ist wirklich, wir müssen labern, aber das gehört einfach dazu. Das sollten die Zuschauer hier auch wissen. Also, wenn du, ja genau, du da draußen, du, da was zu meckern hast, aber es ist nun mal so beim Spiel, ich finde es auch gar nicht so schlecht, weil immerhin ist das ein sehr umfangreiches Buch wohl und oder Roman und da ist das halt auch so im Spiel. Aber es ist gerade, es ist irgendwie, es packt einen doch, also man will gar nicht aufhören. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme, ist mir auch wurscht. Aber tja, nun werden wir Sturm ernten. Cool, Sturm, ich mag Sturm. Du hast mal in der Zelle aufgesucht. Leider ist er tot. Du hast mit Uhelian ausgeritten und hast Valorans Geheimnis gelüftet. Ja, toll. Valorans Diener ist dir gegenüber misstrauisch. Nein, war er es nicht misstrauisch, er ist ein Arsch gewesen. Ich habe ihm geholfen und der... Weißt du, wenn ich ihn mitgebracht habe und dem aber trotzdem helfe, gegen den, den Assi hier, dann am Ende sagen, ja, du bist schuld daran und ich bedanke mich jetzt nicht, weil du schuld daran bist, dass das überhaupt passiert ist. Ja, was macht das für einen Sinn? Ich bin schuld daran, dass es passiert ist und helfe ihm gleichzeitig. Das ist doch widersprüchlich, aber naja, gut. Dieser Lappenclown, naja, ist er. Du hast einen lukrativen Pakt mit den Hamleys geschlossen. Ja, ich wünsche nicht. Mit Lady Hamley Leberfleck. Bischof Valorant glaubt, dass du ihn verraten hast. Ja, soll er mal glauben. Naja.
Kapitel 7. Na, wie heißt es denn? Wie heißt es? Hallo? Achso, okay. Prolog. Ah, unsere Freunde. Sind alle bereit? Ja, alle werden dort sein. Ah, da ist ja unser Kiffermönch, Alter, ist der fällig. Aber wie? Sollen wir hier beten und singen? Ich trau mich nicht mal, meinen Chor hier aufzustellen. Wir werden uns daran gewöhnen, wir alle. Wir sollten für all dies dankbar sein. Für jedes Geräusch und für jeden, der uns hier stört. Was, bist du so stoned, Alter? Du kriegst sowieso nichts mehr mit. Ja, wir fangen mit dem Chor an und arbeiten uns langsam von Ost nach West vor. So wird das gemacht. So hat man es mich gelehrt. Ich schätze euren Eifer, sehr geehrter Steinmetz. Aber bislang räumen wir nur Schutt. Ich habe bisher noch nicht einmal darüber nachgedacht, einen Baumeister einzustellen. Weder euch noch sonst jemanden. Darf ich euch ein paar Zeichnungen zeigen? Wenn ihr mögt. Die sieht er doch schon. In the Castle League Church. Tja, Alter. Da muss so Deutsch. Das Ausmaß einer Seitenwände. Es hilft, die Proportionen zu verstehen. Vielleicht sollte ich damit anfangen. Das Ausmaß einer der Seitenwände. Grundriss, der Plan für das Fundament. Kein Bau kann ohne beginnen. Doch für einen Laien mag es schwer zu begreifen sein. Der Plan für das Fundament. Ich finde das ein bisschen komisch, also jetzt nicht von der, also die Form. Also nicht, was ihr jetzt denkt, aber so von oben sieht es so aus, als wäre das nicht, weil es nicht breit ist, als wäre einfach nur so ein Gang, ein großer Gang und nix. Weil irgendwie scheint mir dann noch die andere Kathedrale größer gewesen zu sein, aber ich, es ist Quatsch, aber ja, als Nicht-Könner, als Laie ist das schwer zu verstehen für mich. Okay, Querschnitt. Ein Frontalansicht der Kirche. Sie ist nicht so abstrakt wie der Grundriss. Könnte ein guter Ausgangspunkt sein. Eine Frontalansicht der Kirche. So, okay. Seht zuerst hierher. Stellt euch vor, ihr steht inmitten des Hauptschiffs und betrachtet eine der Seitenwände. So würde sie aussehen. Sind das Fenster? Ja, aber das ist nicht alles. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Arkaden, ist alles Arkaden hier? Sind das auch drei? Oh ne, da ist noch Gesamtansicht, okay. Triforium, Obergarten. Okay, dann. Oh, ist noch eins? Ne. Dann fangen wir mal bei Bergtisch Obergarten an. Die Obergartenfenster werfen von oben Licht in das Hauptschiff. An Größe machen sie 2/3 der oberen Hälfte aus. Kleiner als das Seitenschiff und 2-mal so groß wie die Empore. Okay. Triforium. 3 Fenster über jedem Bogen des Seitenschiffs. Dort kommt kein Licht durch. Dahinter liegt das Schrägdach des Seitenschiffs. Ja. Die untere Hälfte ist kaum eine richtige Wand. Es ist eine Reihe von Pfeilern, die durch Bögen gedingsbumst wurde, weil ich nicht bei dem Lichtschalter des Seitenschiffs ins Mittelschiff und Ahoi, Ahoi aufs Schiff. Verbunden sind, okay. Wunderbar, dann fangen wir beim Obergarten an. Oder Gaden. Gaden, ach Gaden! Klingt so ähnlich wie Gaben. Ja, das ist auch ein Insider. Naja gut, Obergarten. Über allem anderen befinden sich die Obergartenfenster. Wie, das alles? Das ist alles, was du dazu sagst? Was? Direkt in der Mitte ist das Triforium. Soll ich weitermachen? Ja, natürlich. Ich war nur eben in Gedanken. Redet weiter. Also erstmal, ich erkläre jetzt was, hör mal zu. Ich bin Gedanken. Aber Triforium, das ist in der Mitte, ist das Triforium. Okay, danke, das habe ich gesehen. Ja, danke. Im untersten Geschoss sind die Pfeiler der Arkade. Sie sind durch Bögen verbunden, welche die Joche bilden. Durch die Bogenöffnungen könnt ihr die Fenster des Seitenschiffs erkennen.
Ich kann sehen, dass ihr euch viele Gedanken gemacht habt. Ich frage mich nur, wie viel Zeit würde der Bau in Anspruch nehmen? Ein grober Schätzwert würde mir reichen. Also, ich dachte, wir können jetzt alles anklicken. Hier die Jauche in Düsseldorfer Arkaden. Ich hatte... Welche doof. Alt, was? 8 bis 10 Jahre. Was? Bis dahin ist schon ein neuer König da. 15 Jahre mit 30 Steinmetzen. 8 bis 10 Jahre mit 60 Steinmetzen. Wir haben vielleicht 1 oder 2, vielleicht auch 3. Alter. Ach du Scheiße. Oh Mann. Das hängt davon ab, wie viele Leute ihr beschäftigt. Bei 60 Steinmetzen und Maurern könnte man überall gleichzeitig mit der Konstruktion beginnen, anstatt abschnittsweise von Ost nach West zu bauen. Das würde dann zwischen 8 und 10 Jahre dauern. Ich wünschte, meine Mönchsbrüder könnten so gut rechnen und vorausplanen wie ihr. Fahrt fort, zeigt mir den Rest eurer Zeichnung. Okay, 8 bis 10 Jahre scheint ja dann nicht viel zu sein in der Zeit, aber man überlegt, wie lange die Leute da gelebt haben im Mittelalter. Aber in 8 bis 10 Jahren werden die meisten Mönche das gar nicht mehr miterleben, dass die Kirche überhaupt steht. Das ist halt schon ein bisschen, Na gut, gehen wir zum Grundriss. Bevor wir mit dem Bau beginnen, markieren wir, wo die Wände stehen werden. Die Säulen, die Türen und Strebepfeiler. Dafür brauchen wir solch einen Plan, um zu wissen, wo wir unsere Pflöcke setzen und Schnüre spannen müssen. Ist dies wie ein Vogel den Bau sehen würde? Ja, richtig. Du hast es verstanden. Gut. Langhaus, Querhaus, Chor. Chor? Ja, wer? Aber ich glaube, den Chor gibt es dann schon gar nicht mehr. Na egal. Langhaus. Das Langhaus weist nach Westen. Es hat 6 Joche. Und das ist viel Jauche. Das sollte leicht genug zu verstehen sein. Ja. Ich frage mich mal, was mit dem alten Alfons, wie er hieß, oder Alfonsius, so lange machen. Ob die dann normal beerdigen oder ob die den schön in den Leichnam schon irgendwo gammeln lassen. Naja. Querhaus. Es gibt der Kirche ihre Kreuzform. Okay. Wenn das hier nicht wäre, wäre es doch trotzdem ein Kreuz. Ich habe von sowas keine Ahnung. Ich bin ja kein Baumeister, naja. Und liegt in der Mitte zwischen Langhaus und Chor. Mit 2 Jauchen ist es perfekt proportioniert. Es gibt der Kirche ihre Kreuzform. Yeah, bei Gott, ich schwöre. Chor. Der Chor weist zum Sonnenaufgang im Osten. Ich möchte ihn 4 Jauche lang machen. Das sieht eindrucksvoll aus und kostet nicht zu viel. Ba-ba-ba. Okay, fangen wir hiermit an. Auf der linken Seite seht ihr das Langhaus. Es hat 6 Joche. Und der Chor? Davon geht doch noch gar keiner. Ich fange so an, wie ich das will. Komm. Hier seht ihr das Querhaus. Ja, das war mir schon aufgefallen. Es ist bemerkenswert, wie viel ihr mit so wenigen Linien darstellen könnt. Ich danke euch, Vater. Okay, es ist bemerkenswert, wie viel ihr darstellen kann. Wow. Flup, 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 flup. Flup, 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 flup. Das habe ich in 5 Minuten, noch nicht mal in 5 Minuten gezeichnet. Das ist, was ist eigentlich immer für ein Rumsinn? Ist das im Spiel oder ist das hier außerhalb? Das ist ja auch egal. Das Querhaus habe ich schon längst gesehen. Ich weiß auch, was ein Querhaus ist. Obwohl ich keine Ahnung... Oh, das habe ich schon längst gesehen. Natürlich, Philipp. Der Chor wird 4 Joche haben. Ich glaube, der weiß gar nicht, was Joche sind. Ich sehe, dass das Querhaus 2 Joche breit ist. Insgesamt wären es also 12. Aufgezeichnet sieht das sehr prachtvoll aus, aber wäre damit die Kirche in Wirklichkeit nicht recht klein? Sie wäre kleiner, aber nicht minder eindrucksvoll. Vermutlich habt ihr recht. Eine kleine Kirche würde unseren bescheidenen Mitteln sehr viel gerechter werden. Genau, wenn Kohle. Wenn die Dinge nur einfacher wären.
Der König gewährt uns Holz, Steine und Wolle von Shirings Weiden. Aber nur Gott weiß, ob das reichen wird. Ja. Ich nehme nicht an, dass ihr eine Vorstellung davon habt, was das alles kosten würde. Also ich meine, als Mönch musst du doch bescheiden sein. Das ist doch egal, ob die größer oder kleiner ist. Hauptsache tut ihren Zweck. Aber... Komm, wir machen mal den Optimisten. Sind wir, Optimist ist immer gut, komm. Ich weiß genau, wie viel das kosten würde. Ja, nicht so was! Nicht mehr als 3000 Pfund. Und nachher ist doch mehr, du Arsch. Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, das Jahreseinkommen der Priorei exakt zu berechnen. Hier ist das Ergebnis. 300 Pfund. Und davon ist bereits jeder Penny verplant. Das hieße, ich müsste 200 Pfund pro Jahr aufbringen. Wenn man so nimmt, klingt es gar nicht so schlimm. Ihr wollt also unbedingt selbst diese Kathedrale bauen, nicht wahr? Ja, Vater. Ich möchte, dass ihr mich zum Dombaumeister bestimmt. Warum? Weil ich's kann. Können wir jetzt noch das andere Bild sehen? Wahrscheinlich nicht. Oh, Entschuldigung. Ein bisschen. Ja. Dass er Fähigkeiten voll entfalten will. Ich bin ein bisschen egoistisch. Ja, ihr lebt ja, wie man es nicht machen soll. Das ist dann ein bisschen überheblich. Weil ich es Wunderschönes schaffen will. Ja, ich weiß nicht. Ja, komm, dann von allem ist das, glaube ich, das Beste. Weil er den Menschen Hoffnung geben will. Ah, jetzt sagt sie das. Dann beantwortet mir eine letzte Frage. Wenn die Gläubigen eure Kirche betreten, welches Bild würde das Tympanon über dem Eingang krönen? Ein Bild vom jüngsten Gericht, um sie zu mahnen, Gutes zu tun? Oder eines vom Paradies, um sie an Gottes Gnade zu erinnern? Zeig ihnen die Hölle, damit sie Angst davor bekommen, Böses zu tun. Was? Ich hätte lieber was mit Bäumen und Tieren. Nein, also, betritt diese Mauern und du bist ohne Sünde. Nee, komm. Wir erinnern sie an Gottes Gnade. Immer ein bisschen positiv. Boah, wenn ich... Komm, das jüngste Gericht. Boah, dann haben sie alle schon Panikattacken und da trauen sich gar nicht in die Kirche rein, weil sie denken, oh, scheiße, ich hab gesündigt, ich trau mich nicht und oh, wei, oh, wei. Wenn Gott mich sieht, dann in der Kirche. Dann lieber Gottes Gnade. Es sollte die Verheißung eines besseren Lebens sein. Darum soll es den Himmel zeigen. Toll! Melius. Mit Bäumen und Tieren. Gibt es Neuigkeiten von meinem Bruder? Nein, leider nicht. Seit der Bischof und Percy Hamley uns besucht haben, hat niemand mehr von ihm gehört. Papa, wird es in der Kathedrale auch Statuen geben? Er ist bestimmt tot. Statuen? Das reicht jetzt, Kinder. Geht besser raus zum Spielen. Echt mal, im Wald, mit Tieren. Oh Mann. Vater? Ja? Meine erste Frau, Agnes, sie ist ohne einen Priester gestorben. Und sie ruht in ungeweihter Erde. Manchmal baut jemand eine Kapelle oder gründet ein Kloster, weil er hofft, nach dem Tode Gnade vor Gott zu finden. Glaubt ihr, dass ich mit meinem Entwurf zu Agnes Seelenheil beitragen kann? Heutzutage verlangt Gott keine Blutopfer mehr, denn das größte Opfer wurde bereits gegeben. Aber Abrahams Geschichte lehrt uns, dass Gott von uns das Beste verlangt, was wir haben, das, was uns am meisten am Herzen liegt. Also müsst ihr euch fragen, ist dieser Entwurf das Beste, was ihr Gott bieten könnt? Außer meinen Kindern? Ja. Dann seid getröstet, Tom Builder. Gott wird euer Angebot annehmen. In ungeweihter Erde. Hätte ich doch nicht mal richtig begraben, hätte wenigstens ein Loch graben können. Nee, stattdessen guckt der Fuß im Wald raus. Toll. Und das Kind sah gerade ein bisschen aus wie eine Made. Alter, was ist denn los mit euch? Ihr seid doch alle krank. Okay, Arbeitsvertrag. Boah, was ist denn los mit meiner Stimme heute? Ah, ich bin ein bisschen erkältet.
Arbeitsvertrag vom 1. Februar 1136. Ich, Philip von Gwynedd, in Repräsentation der Kingsbridge. Entschuldigung, ich fange mal an. Boah, ich weiß auch nicht, was in letzter Zeit los ist. Ich, Philip von Gwynedd, in Repräsentation der Kingsbridge Priory, ernenne hiermit Tom Builder, den Baumeister, zum Baumeister für die Errichtung der Kathedrale von Kingsbridge. Die Priory wird hierfür 200 Pfund pro Jahr für Materialien und Handwerker bereitstellen. Die Geschwindigkeit des Baus soll entsprechend angepasst werden und sich nur an Pläne halten, die zuvor vom Prior abgesegnet worden sind. Warum kann ich nicht scrollen? Im Gegenzug für seine Arbeit werden Tom Builder und seine Familie ein eigenes Haus erhalten, sowie das Recht, der Mahlgemeinschaft der Priory beizuwohnen. Bei Veränderungen der finanziellen Lage der Priory sind dem Vertrag Änderungen vorbehalten. Dies beinhaltet die Aussicht auf zusätzliche Bezahlung zur Kompensation des Baumeisters. Gezeichnet Prior Philip von Gwynedd und Tom Builder. Tom, der Meister. Ja, haben wir einen Arbeitsvertrag durchgelesen. Das ist interessant. Oh, das Dorf. Okay, also sind wir Jack? Wo sind wir denn? Boah, Mann, da sind wir ja. Was meinst du, wie bei wo ist Waldo? Also, wo ist Walter? Also im Deutschen. Muss echt nochmal gucken, wenn das hier nicht gewesen wäre, hätte ich nicht erkannt, dass er ist. Also, dass wir ihn spielen. Das ist ja hier tausende von Menschen. Okay, Stelle. Wo haben die ganzen Pferde denn nur ihr neues Heim? Wo sind sie hingebracht worden? Das ist natürlich, unfreundliche Mönch, das stimmt. Ich mag sie nicht. Sie schreien mich immer an, als wäre ich blöd. Mit denen rede ich nie mehr. Niemals wieder. Ich bin ein Waldkind. Ich bin nicht dumm. Okay, was haben wir noch? Die Maus hängt ein bisschen nach heute. Gefällt mir gar nicht. Heute ist alles ein bisschen komisch. Na gut. Haus des Priors. Tom kann so gut zeichnen. Ich muss ihm genau zusehen, bis ich auch so zeichnen kann. Ja, genau, weil zusehen ist natürlich, ne, man, wenn man vom Zugucken da, wenn man lang genug jemandem zuguckt, dann kann man plötzlich auch das Gleiche, was er kann. Da muss man nicht für üben. Das ist einfach nur vom Gucken. Deswegen kann jeder auf der Welt auch alles, weil er nur zugucken muss. Loch im Boden. In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit. Und da sind sie auch schon. Bilbo, Frodo, Sam, Merry und Pippin. Okay, so. Tom sagt, es dauert Jahre, eine Kirche zu bauen. Das ist echt scheiße. Aber nur eine Nacht, um sie zu zerstören. Habe ich das Richtige getan? Nein, aber das ist egal, denn für die Story ist es wichtig. Mutter. Mutter. Ich glaube, es gefällt ihr hier. Trotz des vielen Lärms und der Mönche. Ich glaube, es gefällt ihr hier. Ich glaube eigentlich auch, wenn die so lange brauchen, ne? Und die haben so wenig Steinmetz und so wenig Leute zum Arbeiten. Könnten jetzt auch theoretisch aufteilen. Die könnten zum Beispiel alle Leute, die da ins Dorf gekommen sind, also sind ja, glaube ich, alle wieder abgehauen. Ja, zum Teil zumindest. Könnte man in einen Teil der tagsüber schon mal schaufeln lassen, den anderen Teil nachts. Und dann könnte immer mal Tag und Nacht jemand ein paar Arbeiten erledigen. Und am nächsten Morgen wird es dann von Tom gegengecheckt. Zum Beispiel. Ich weiß es nicht. Na gut. Oh Gott. Little Shumi. Der sagt, oh, der Chef hier. Ich beaufsichtige hier als alles. Ich bin hier der King. Arsch. Wieso ist er aber mal so friedselig? Er hat mich seit Wochen nicht mehr geschlagen. Mache ich ihm Angst? Ja klar. Äußerst, ich würde ja jetzt gerne... Ich hab Mama versprochen, mich nicht mehr zu streiten. Ach komm, er hat's verdient. Der Sack. Haben wir noch was zum Angucken hier? Nee, aber oh, war da was? Außer Alfred? Loch im Boden? Hä, hab ich da nicht gerade was gesehen? Hab ich da nicht gerade was gesehen? Nee, hab ich nicht. Gut.
Tja, dann... Mutter, wo gehen wir zuerst hin? Bitte hin. Hallo, hier sind die Ställe. Okay. Sagt er was dazu? Nein, der gafft wahrscheinlich nur. Den kannst du auch nicht reden. Läuft der denn immer weg? Oh Gott, oh Gott. Allein die Stimme von dem, ne? Ich will ihn schon gar nicht reden hören. Was willst du? Nix. Arsch. Ich will helfen. Es gibt nichts für dich zu tun. Pech. Ja. Ich weiß nicht, warum Tom dich so vergöttert. Du nutzloser kleiner Bengel. Boah, Schnauze. Würde mich nicht wundern, wenn du hinter dem Brand steckst. Was? Warum guckst du so? Ey, ganz ehrlich. Von wegen friedselig. Wir wollen nicht streiten.